So. Soll ich euch was erzählen? Nein. Vielleicht hört ihr ein bisschen Musik. Heute ist Sonntag und ich mache erstmal einen Haushalt. Etwas zumindest. Sieht man das? Ich die Wäsche falte. Hört man mich überhaupt? Ich bin bestimmt viel zu leise. Aber halt so wild. Ich habe die Kelly Family angemacht. Ehrlich? Brauch Musik. Bevor ich mir den Kopf mache, warum alle guten Dinge drei sind. Ehrlich. Wer mir diesen Satz eingebräut hat, weiß ich auch nicht. Woher der kommt, das google ich mir gerade auch noch schlau. Ich meine, hallo. Naja. Halb so wild, Leute. Ne? So, leckt mich alle an der Fuß. Ich kann euch erzählen. Ich habe 3 Zimmer Wohnung. Ich hatte mal 3 Autos. Zwar nicht ganz angemeldet. Hintereinander. Ich habe 3 Staubsauger. Aua! Mich piekst hier. Oh, ich glaube, das ist ein Pickel. Oh! Aua, aua. Ich habe 3 Staubsauger. Was habe ich noch? 3 Betten habe ich gehabt. Ich habe meistens, habe ich irgendwie, keine Ahnung warum, oftmals 3-mal die gleiche CD gekauft oder irgendwie geschenkt bekommen oder erhalten, wie auch immer. Zwischendurch hatte ich auch schon mal 3-mal das gleiche Buch oder mindestens 2-mal. Ja? Man hat 3-mal die gleichen Tassen vielleicht im Schrank sogar, weil man so ein Set hat. Vielleicht auch mal 6 oder 12 Cent. Z. Ich habe mehr als 3 Wolldecken. Ja, genauso wie die Kissen. Ich habe 3, wenn die alle funktionieren würden. CD, also CD, Radio, wie heißt das doch nochmal? Kassettenspieler. Ich habe 3 TV-Geräte, also Bildschirme. Und meiner Meinung habe ich auch 3 PCs, also so Internet, ach nee, so 3, ja, 3 Computer, also 2 Computer sowieso, mit Bildschirm. Und dann so ein, was weiß ich, kann man ja, ich meine, das gehört eigentlich auch dazu. Ein Notebook, ein Laptop oder ein Tablet ist sowas wie ein PC. So, also ist das auch schon alle guten Dinge 3. So, ich habe 3 Telefonhörer, man kann aber nur mit einem telefonieren. Und wenn ich das berechne, wie viele Handys ich hatte, also ich verlinke euch auch gerne das, dass ich einfach so eine kleine Handysammlerin war, irgendwie, warum auch immer. Was noch? Ja, man hat ja auch mehr als 3, man hatte eigentlich auch 3, ne? Das ist ja auch so wie Kleidung, ne? Das hat man ja auch nicht nur einmal. Man hat ja auch mehrere T-Shirts im Schrank und so. Und eigentlich ist das doch gar nicht so schlimm, wenn man 3 Staubsauger hat, oder? Oh, da ist wirklich ein Pickel, Leute. Kann mal jemand einen ausdrücken hier? Oh, piekst mich. Unverschämtheit. Ich überlege die ganze Zeit, ich denke darüber nach, Leute, wieso ich immer 3-fach gewünscht habe und über 3-fach bekommen habe. Und was ich überhaupt mit den 3 Sachen immer mache. Und warum es immer so ist gewesen. Die ganze Zeit. Genauso wie, also ich meine, bei dem einen Buch, was ich mir letztens gekauft habe, da habe ich gedacht, das wäre ein Hörbuch. Ja, das habe ich gedacht. Weil es da stand Audio-CD. Und dann kam auf einmal das Buch, was ich schon, also jetzt durchgelesen habe ja auch, nochmal. Und da habe ich gedacht, hallo, ich wollte das Hörbuch haben. Ich dachte, es gibt ein Hörbuch davon.
So, da habe ich auch diese Autorin gefragt und sie hat aber nicht darauf reagiert. Ist halt auch halb so wild, aber jetzt habe ich das zweimal das Buch. Und dann denke ich mir auch, was kriege ich demnächst das dritte auch noch dazu, weil es alle guten Dinge drei sind? Ich meine, kann euch bitte nicht langsam, geht doch. Man kann ja nicht nochmal das gleiche Buch kaufen. Hä? Da denke ich die ganze Zeit nach darüber, ja, aber ein Mensch hat ja auch nicht nur drei Unterhosen im Schrank, ne? Du hast bestimmt noch ein paar mehr im Schrank, ja. So für jeden Tag eine. Aber ich habe mir wirklich jetzt einen Kopf gemacht, die letzten Tage, alle guten Dinge sind drei. Die eine oder andere Person oder Familie hat drei Kinder. Sagen sich wahrscheinlich auch, alle guten Dinge sind drei. Und die anderen haben vielleicht drei Hunde, drei Katzen, drei Pferde, was weiß ich. Drei Meerschweinchen, drei Hasen, keine Ahnung. Dreimal, was weiß ich, was Gleiches. Oh. Und ich denke mir nachher, für was soll das gut sein? Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich habe jetzt bei Google eingegeben, alle guten Dinge sind drei. Und ich werde mir erstmal ein bisschen was davon durchlesen und gucken, ob das zu mir passt und was das alles so zu bedeuten hat. Und ob ich das so einfach annehmen soll, dass ich halt dreimal den gleichen Teppich habe zum Beispiel, dreimal das gleiche Bild, dreimal was weiß ich was. Ne, also wirklich, das geht doch nicht. Natürlich geht das. Ich habe mir immer jedes Mal... Nein, ich hatte nur... Da habe ich gedacht, da können wir noch ein Bett hinstellen. Ich weiß gar nicht, warum ich drei Staubsauger habe, Leute. Ich habe drei Staubsauger. Ich sauge aber nur mit einem. Man kann ja auch nur mit einem saugen. Ich meine, ich habe es ja mal ausprobiert. Ich habe es wirklich ausprobiert. Mit drei Staubsauger zu saugen. Hat aber nicht funktioniert. Mein Gott, ich habe ja auch nur zwei Hände. Wenn ich jetzt drei Hände hätte und drei Arme, ich glaube, dann wäre ich ja noch mehr. Also das wäre mir ja auch zu blöd. Also das ist echt. Und gut, dass ich nur eine Waschmaschine habe. Und gut, dass ich nur einen Mann habe. Das wäre ja noch schlimmer, wenn ich mir drei Männer gewünscht hätte. Aber eigentlich habe ich drei Männer. Mein Schatzi habe ich. Mein Hund ist auch männlich. Sein Hund ist auch männlich, also habe ich drei Männer. Brauche ich auch keinen anderen Mann mehr. Ich habe ja schon drei. Ne? Also, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt hört. Na egal, ich kann das ja nachher ein bisschen lauter stellen. Wobei, das bringt auch nichts, weil ich, wenn ich hier gleich die andere woanders hingehe, dann ist es lauter, das andere. So. Ich habe jetzt heute Sonntag, Leute. Heute ist Sonntag und ich habe die Wäsche gewaschen. Ich gebe es zu, ich habe die Wäsche gewaschen. Ehrlich, warum denn auch nicht? Ich komme ja sonst nicht zu was hier. Weil ich die ganze Zeit ein Chaos im Kopf habe. So ein Kopfsalat. Mir irgendwas denke ich mir aus. Und dann mache ich mir Gedanken um was weiß ich was. Und denke mir, hallo, alle guten Dinge sind drei. Oder mit dem ganzen anderen so. Sparsam geht die Welt zugrunde. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich glaube, ich muss das auch mal googeln. Wer kommt auf diese Idee? Ich meine, hallo? Warum soll ich zugrunde gehen? Ständig. Ständig soll ich zugrunde gehen, nur weil ich sparsam bin. Wo ich gar nicht sparsam bin, weil ich ja nichts sparen kann, weil ich kein Geld habe. Ne, so in der Art. Guck mal, habe ich nicht die schöne Mütze hier? Ist auch, glaube ich, viel zu klein. Das ist wahrscheinlich eine Kindermütze noch. Vielleicht verschenke ich die mal. So, guck mal hier. Jetzt schon 9 Minuten, ne? Ich nehme euch jetzt mit ins andere Zimmer, weil es so schön ist. Ich hoffe, dass das da stehen bleibt, das Ding. Ich habe nämlich die Wäsche gefaltet und die wollte ich jetzt... Die packe ich jetzt in meinen Schrank. In einen meiner vielen Kleiderschränke. Und hier ist es viel kälter.
Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt was verstanden habt. Vielleicht sollte ich aufhören zu reden und einfach nur tun hier. So, jetzt habe ich das. Guck mal, kann man auch sehen. Guck mal, zwei Kleiderschränke. Hallo? Und eigentlich habe ich drei. Ich habe drei Kleiderschränke. Ich hatte drei Betten. Ich hätte vielleicht noch eine dritte Gitarre gekauft, bin ich. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Mein Gott, ne. Mal gucken, ob da noch was reinpasst hier. Man hat doch zu viel Wäsche. Das ist auch nicht nur dreimal, das ist doch per paar Mal mehr hier. So, was aber auch, komm hier oben nicht dran. Du musst da oben rein. So. Kommt im Badezimmer. Hose. Trainingshose. Zumindest sehen die Schränke ein bisschen ordentlich aus, ne? Huch. Ja, soll ich jetzt auch mal den, diesen Koffer ausräumen? Das ist der Koffer, ne? Den habe ich, seitdem ich hier in Darmstadt war, habe ich den noch nicht ausgeräumt. Ehrlich. Weil ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt demnächst hier ausziehe, oder überhaupt, dann, brauche ich das ja auch nicht mehr auszupacken, sondern kann gleich in den Koffer leben hier. Und guck mal hier, ach du Scheiße. Nicht ach du Scheiße, sondern überhaupt. Oh mein Gott, das habe ich die ganze Zeit im Koffer gelassen, Kerl. Hätte ich auch mal was anderes wieder anziehen können, ne? Also wirklich. Und hier überhaupt, die Farbe ist auch gut, Leute. Ich liebe Pink und Rosa und überhaupt liebe ich alle Farben. Ich ziehe einfach bunt an, weißt du? Außer Gelb, das ist nicht so meine Farbe, aber ich meine auch diese Farben hier, ne? Und da habe ich mich vergriffen. LXL, also ich meine, vielleicht kriege ich das auch hin, dass ich das mal... Das ist voll groß, Leute. So ein Sheet hätte ich auch umtauschen können. Vielleicht werde ich auch mal wieder fetter, Leute. Wenn ich da reinpasse, dann kann ich das als Schwangerschaftsumstandskleid nehmen oder was. Keine Ahnung, wenn überhaupt... Naja, ich weiß auch nicht, wie ich das da... Also ich war mit meinem Schatz hier halt einkaufen und ein bisschen shoppen, ne? Vor ein paar Wochen oder was weiß ich, Monate. Und da habe ich mich mit dem T-Shirt hier, diesen Top hier oder was auch immer, diesen Träger da, voll vergriffen. Ich habe eigentlich SM, ja? Und das LXL. Bekloppt, ne? Aber naja, vielleicht ziehe ich das mal morgen an. Wobei, es ist kalt draußen, Leute. Ich habe ja jetzt schon wieder ein Nippelwetter hier, weil es so kalt ist. Mir ist hier kalt, auch kalt, weil ich das hier, das nehme ich mit nach Dings, das ziehe ich später an. Weil ich nämlich, habe ich überhaupt die hier auch noch hier? Ich muss das nochmal kurz umpacken, also ich meine, umdenken. Eine habe ich, die habe ich einmal auch bei meinem Schatz. Ich habe ja auch alles, man hat ja alles doppelt und dreifach irgendwie.
Ich reg mich gerade auf, weil ich dreimal fast den. Also hier, dieser Koffer hier, wartet mal. Kann man den sehen? So, guck mal hier. Dieser Koffer hier. Davon gibt es drei verschiedene Größen. Der andere ist oben auf dem Schrank, da. Ne? Ehrlich. Und wenn ich das so bedenke, Leute. Ich habe auch. Wartet mal. Wenn ich das jetzt so. Ich bin ja hier. Ich habe jetzt sogar. Ich habe sogar, Leute. Ich habe eine Schallplatte dreimal. Oder viermal sogar. Nein, dreimal. Das ist ja auch meine Lieblingsschallplatte von ihr. Sie ist leider tot. Und ich bin damit groß geworden. Besser gesagt, meine Eltern haben das. Also, das ist auch. Ich weiß nicht, welche von denen jetzt von meinen Eltern nochmal ist. Ich hatte sie zu Lebzeiten, zu ihren Lebzeiten, jetzt ist Andrea Jürgens, nicht unterschreiben lassen. Aber ich habe sie als Kind auch schon gehört. Und habe sie jetzt dreimal, Leute. Ich habe sie dreimal hier. Alle guten Dinge sind halt drei, Leute. Also, ich meine, wenn ich jetzt drei Schallplattenspieler hätte, ja, oder habe, kann ich die in drei Zimmer gleichzeitig abspielen, wenn ich will. Und das Beste ist auch, wartet mal, ich hab's ja noch mehr, ich hab ja noch mehr. Ich meine, hallo, diese Schallplatte hier, wartet mal, wo ist denn die andere? Die habe ich aber nur zweimal. Die habe ich erstmal nur zweimal, glaube ich. Oder ich habe irgendwo die dritte, ich weiß es nicht. Hier, meine Liebling, meine absolute Liebling, Nicole, ja? Und da ist hier irgendwie neu. Wahrscheinlich ist das eine neue Auflage. Keine Ahnung. Oder war eine neue Auflage. Und das ist ja sowieso meine Lieblingsschallplatte auch. Mein Gott, nee. Meine! Ja. Und ich habe auch einen Schallplattenspieler hier. Ich könnte mir die jetzt auflegen. Ehrlich, ich könnte mir die auflegen. So. Aber, naja, und dann, ich weiß nicht, da habe ich die nochmal. Ne, also so. Also, die gibt es auch bei eBay Kleinanzeigen oder eBay noch zu kaufen und zu ersteigern, Leute. Und dann habe ich noch ein paar andere Schallplatten von Nicole und überhaupt auch, Leute, hier. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Von Juliane Werding, ich liebe das, Leute. Ich hatte nämlich meine Schallplattensammlung mal wieder rausgesucht. Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe alles doppelt und dreifach. Ich habe alles doppelt und dreifach. Sogar manchmal Bücher. Wie kann ein Mensch einmal alles doppelt und dreifach haben? Ich meine, man kann auch nur einmal vom einen Teller essen. Wobei, es ist ja auch so, man hat ja Besteck. Das ist immer noch so ein Ding. Ich komme nicht darüber weg. Ich meine, jeder hat natürlich auch so ein Messerset in der Schublade oder so ein Besteckset mit mehreren Sachen. Und ich denke mir immer, ich denke die ganze Zeit darüber nach, weißt du? Ich komme nicht darüber weg. Ehrlich. Ich komme darüber nicht weg. Immer noch nicht. Vielleicht ist das normal, Leute? Habt ihr auch mal viele Sachen einfach dreimal oder mehrmals? Ich meine, natürlich, der eine und andere hat mehr Hand. Ich meine, ich habe ja auch hier, man hat ja auch so Handtücher, ne? Da, das ist ja auch mehrmals da, das kann man, ich meine, das braucht man ja eigentlich auch, so ein paar Sachen braucht man ja auch ein bisschen mehr. Und das hat ja nichts damit mit Wünschen zu tun, dass ich auf einmal ein Messerset habe oder ich weiß auch nicht was. Oder Haargummis zum Beispiel. Der eine und andere hat mehrere Haargummis. Kann ich mir auch nochmal angucken. Aber guck mal, ich habe hier ja schon hier. Ich habe hier schon zwei Bürsten. Kann man sehen jetzt? Also hier. Eine Bürste. Zweite Bürste. So. Und eigentlich habe ich noch mehr. Ich habe noch mehr Bürsten. Genauso wie ein Föhn. Ich habe drei Föhn. Ich kriege einen Föhn, Leute. Wenn ich mir das mal. Denke ich mal, bin ich im falschen Film? Bin ich falsch? Bin ich falsch, weil ich Sachen dreimal habe oder auch mehrmals, zum Beispiel auch Teller oder so oder Gabel und Messer und Tassen und weiß ich auch nicht und
haltet euch mal hier ab. Ja, so. Jetzt bin ich hier in meinem WC, ja? Du musst doch glatt aufs Klo. Ich muss glatt auf Toilette, Leute. Oder nicht? Weiß ich auch nicht mehr. Das ist auch das Problem. Ich habe sogar zwei Toiletten hier. Ein richtiges Klo, ne? Habe ich euch das mal gezeigt? Warte mal. Habe ich euch das gezeigt? Also hier ist erstmal meine Toilette, ne? Meine normale Toilette. Und hier mein Campingklo. Ne, mein Eimer. So, kann man sehen, ne? Also, und wenn man jetzt noch einen Eimer an sich nimmt, ne? Man kann ja auch einfach in den Eimer pinkeln. Ist auch eine Toilette dann. Ich weiß auch nicht. Kann mir einer mal helfen von euch da draußen? Sag mal, habt ihr auch vielleicht irgendwas doppelt und dreifach? Aber ich meine jetzt auch wirklich Sachen, die wirklich, so wie ich das gezeigt habe gerade, drei gleiche Schallplatten zum Beispiel. Oder drei gleiche, weiß ich nicht was. T-Shirts oder Pullover. Ich bin ja auch so eine, ich habe gleiche, so die gleichen Pullover oder Sachen, nur in andere Farben, aber das gleiche Hersteller und gleiche, weiß ich nicht, ich hatte sogar mal dreimal die gleiche Hose. Warte mal, ich habe sogar, wenn ich darüber nachdenke, habe ich jetzt immer noch Sachen, drei gleiche Hosen, ne? Ja sicher, ich habe dreimal die gleiche Hose in, also ich habe dreimal drei die gleiche Hose, aber in andere Farbe. Einmal schwarz, dunkelblau und hellblau. Was ist das? Naja, ich komme gleich wieder. Ich mache jetzt hier... Psst. So! Ich war kurz... Psst. Psst. So, jetzt kann ich mich auch fast nicht mehr mit euch unterhalten. Denn ich habe erstens... brummt mein Kühlschrank. Hallo, ist jetzt genug? Alles gut, mein Schatz. Ruhe. Das ist, weil das Ding, es ist ja im Schrank drin, ne? Der Kühlschrank ist im Schrank und dann, wenn der mal brummt, der müsste auch mal wieder geputzt werden. Ruhe. Naja, ist auch egal. Und dann habe ich ja die Kellys an. Der Topf, der kann eigentlich auch wieder weg erstmal. Ich weiß auch nicht, ich meine, so einen großen Topf brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich koche ja nur für mich. Ich meine, ich sollte mal nur für mich kochen, wenn, aber ich habe ja auch manchmal zu große. Ich koche ja auch für mehrere gleichzeitig. Ich koche dann immer für 3 Tage oder so. Das ist das Gleiche. Man kocht dann, für, wenn man dann so viel hat, ne, kocht man gleich noch für 3 Tage. Weil irgendjemand mal einen gesagt hat, so, alle guten Dinge sind 3, Leute. So, ich verstehe es nicht. Oder hier, das hier, diese Dose habe ich 3-mal, Leute. Das ist mir auch erst aufgefallen, wo ich hier meine Küche ausgeräumt habe. Ne? So. Und ich habe gedacht, ich mache mal heute ein bisschen Haushalt, ne? Könnte ein bisschen länger werden, das Video ist auch scheißegal. Ist ja, ich meine, das ist ja das Gleiche. Hallo, man sollte ein 3-Minuten-Video machen, keine 30 Sekunden. Ach, ich meine 3 Stunden. Ach, ist mir egal. Es ist wirklich so. Ich mache mir einen Kopf gerade, ich habe einen Kopfsalat, weil ich oft Sachen habe hier 3-mal. Und das ist mir schon öfters aufgefallen. Ich meine, weil ich diesen Satz in mir habe, alle guten Dinge sind 3. Ne? Oder doppelt, das Beste ist auch noch doppelt und dreifach hält besser. Hallo? Ich weiß nicht, weshalb. Und woher das kommt, hier, guck mal, hier ist Geld. Geld habe ich auch noch rumliegen. Jacko, geh ab ins Körbchen hier. Ich mache jetzt mal ein bisschen die Tür zu. Dann könnt ihr mich doch vielleicht verstehen, weil ich habe drüben nämlich die Musik an, damit ich mich etwas... Ja, weiß nicht, ob ich dann mich entspannen kann deswegen. Oder weiß ich auch nicht. Ja, ich... Ist es halt so. Ach, da ist ja noch Wasser drin. Das Wasser könnte ich jetzt auch nehmen, weil das, dieses Zeug hier, was ich hier habe, das ist ja alles schon eingetrocknet. Ich habe nicht die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit nichts hier im Haushalt gemacht, sondern nur das Sachen mit den Ämtern und so. Weil ich gesagt habe, lass liegen, tritt sich fest so in der Art. Na? Ist ja auch manchmal so. Aber naja, ist halt so.
Und jetzt mache ich mir seit ein paar Tagen den Kopf. Ich meine, nur weil ich... Also ich meine, es hat mich ja auch schon jemand angeschrieben und gefragt, wie ich das mache. Dass ich mir Wünsche erfülle, nicht nur einmal, sondern gleich dreimal irgendwann hintereinander oder so. Ja? Ja. Das frage ich mich auch, wie ich das mache. Erstens, also nee, ich mache es einfach, erstens. Und zweitens, kommt es halt so, weil ich weiß, dass es halt dann richtig ist in dem Moment und dass es mir auch gut tut. Aber im Nachhinein denke ich mir, bin ich ein bisschen bekloppt langsam? Nein, ich bin nicht bekloppt, ich bin noch richtig im Kopf. Ich bin noch richtig im Kopf, weil ich einmal diese zwei Sätze in meinem Kopf habe. Alle guten Dinge sind drei und doppelt und dreifach hält besser. Warum auch immer das noch besser halten soll, weil es schon, wo es eigentlich schon hält. Das frage ich mich auch manchmal. Ja, ja, ehrlich? Weil es einfach so ist, wie es ist. Aber man hat ja auch, ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand Klorollen kauft, also eine Toilettenrolle. Mir fiel auch gerade so ein, es gibt ja so eine Werbung. Kaufe drei, zahl zwei. Das ist auch so ein Ding. Hallo? Ich gehe einkaufen bei Punkt, Komma, Strich. Ich sage jetzt mal Deichmann, ist es ja auch. Oder irgendwelche anderen Geschäfte machen das ja auch schon. Ja, nicht nur Deichmann, sondern andere. Aber das kam ja, dieser Deichmann-Schuh-Ding. Kaufe drei Paar. Ja? Bezahle zwei. Gibt's ja manchmal. Wo ich dann denke, hallo? Ich kann nur ein Paar tragen und keine drei. Und wenn man dann auch so blöd ist, nicht nur blöd, sondern ich bin dann auch so eine, die dann auch dann, weil ich mich vielleicht in ein Paar, ja, so verliebe, dass ich denke, ja, dass ich den doppelt brauche. Dass ich den doppelt brauche. Ja? Dann kaufe ich den zweimal, sozusagen. Und weil es den dann nochmal umsonst gibt, ja? Weil du ja nur zwei zahlst und kannst den dritten noch so mitnehmen. Dann hast du also drei Paar gleiche Schuhe zu Hause. Also, und denkst dir so, du trägst den Schuh dann, bis er kaputt ist, das erste Paar. Zum Beispiel, das hatte ich nämlich, das ist kein Beispiel, das ist die Wirklichkeit gewesen. Ich hatte einmal drei Paar die gleichen Schuhe. Mindestens zweimal. Und habe das eine natürlich aufgetragen. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf dieses Schuhpaar. Also das erste ist sowieso kaputt gegangen irgendwann, ne? Weil man das ja austrägt dann, also kaputt trägt sozusagen. Und das zweite Paar, ne, das ist das gleiche gewesen. Das stand im Schrank jahrelang, ja, jahrelang mit Preisschild noch dran. Und ich habe es nicht angezogen, weil es nicht mehr für mich stimmig war, weil es nicht mehr modern war, weil man kann doch nicht dann nochmal das gleiche Paar nach ein paar Tagen, Monaten, Jahre wieder, ich meine, ich hatte kein Interesse mehr an dieses Paar Schuh, was ich umsonst mitbekommen habe von, ja, wie auch immer, ne? Also, das ist doch traurig für dieses Paar Schuh, was man dann geschenkt kriegt, wo man dann zwei, also, ne, du kriegst zwei, zahlst du nur, kriegst eins geschenkt, so in etwa, ja, und du trägst es nicht und lässt es jahrelang im Schrank stehen. Das ist doch scheiße. Entschuldigung, das ist jetzt mein Wort jetzt, dass ich mich hier mit diesen Wörtern auch noch diesen Mistdreck hier, weiß nicht, kommt nicht, geht nicht weg, Leute. Ich krieg es nicht hin. Mann. Ich spüle dann lieber erstmal meine drei Gabeln hier. Es sind wirklich drei Gabeln. So. Und weiche das Ganze in wirklich kochendem Wasser ein. Weil ich nämlich das hier so lange stehen gelassen habe. Entschuldigung für den Krach hier gerade. Es muss ja mal sein. Meine Hallo. Man muss ja auch mal ein bisschen mit dem Geschirr klappern. Mann. Ist das auch noch nicht sauber? Nee, das ist auch nicht sauber. Ich dachte, das wäre sauber. Das ist, wenn man das Ganze rumstehen lässt, ne? Hier den Dreck hier. So. Wie geht das denn auf hier nochmal?
geht überhaupt nicht mehr auf. Andersrum. Ist auch egal, leck mich erstmal voll in die Spülen. Ich mach das dann in kochendem Wasser. Auch wenn ich eigentlich umweltfreundlich bin, Leute. Ach, scheiße. Ich habe ja die Schränke ausgeräumt, mein Gott, weil ich die Küche verkaufen wollte. Jetzt suche ich mein Zeug. Kein Problem, steht noch hier. Und das meiste Zeug habe ich auch wieder hingestellt, weil ja irgendwie, ja, sich doch dann keiner mehr für die Küche gemeldet hat, die ich gerne verkauft hätte jetzt schnell. Warum? Ja, um ja, die Sachen alle zu bezahlen, die man bezahlen muss, so, ne? Und sich vielleicht auch nochmal was zu essen zu kaufen. Diese Dinger, die sind auch schon feucht geworden. Ne? Ich mache also jetzt mein Spülbecken zur eigenen Spülmaschine, weil ich die Spülmaschinentab reingemacht habe. Und ich einfach irgendwie gerade keine Lust habe, mit dem Priel hier zu spülen. Tut mir ja auch leid. Und das verstehe ich auch nicht, warum das nicht aufgeht. Oh, open. Open ist so. Open geht nicht open mehr. Kann man auch wegschmeißen danach und spülen oder was? Nein, es geht noch auf. Ah ja, es geht auf. So, ich hab's geschafft. Immer ein Weich. Und am liebsten hätte ich ja auch 3 Wärmeflaschen. Ich habe aber 2. Und ich brauche die auch. Ich habe 2 hier. 2. Und ich bräuchte schon eine 3. Also die ist für die Füße, weil ich da immer so friere. Und die ist für den Bauch oder für den Rücken. Und eigentlich könnte man für den Bauch und für den Rücken eine brauchen. Also gebrauchen. Also könnte man nehmen und machen, ne? Aber dann denke ich mir auch, das ist ja auch so viel. Warum soll ich jetzt noch eine 3. Flasche, Wärmflasche? Aber alle guten Dinge sind halt 3. Hä? Das bleibt halt so. Ich habe auch noch geguckt, ich habe ja gegoogelt. Ich verlinke euch mal das Lied und den Text von Reinhard May. Es hat ja natürlich was mit ihnen selber zu tun, wie er da drüber, weil ich das gerade gefunden habe, bevor ich mit dem Video angefangen habe. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt mich wieder damit befasse, mit irgendwelchen Gedanken und mich sozusagen versuche, schlau zu lesen, was natürlich auch hinfällig ist irgendwie, habe ich mir gedacht, nee, Leute, und mir, ich für mich, nee, Anja, jetzt musst du mal hier anfangen. Ey, du kannst nicht schon wieder alles liegen lassen, Anführungsstrichen, den ganzen Haushalt, und dann auch noch vergessen, dir dann noch irgendwie, es ist ja auch bald, ja, die Uhr kann man irgendwie sehen, 11:30 ist es jetzt. Es ist bald Mittagszeit und man müsste ja auch mal was kochen für sich, damit man was essen kann. Aber weil man ja hier den Chaos hat, ne? Und ganz Geschirr noch und der Herd, der ist auch ganz klebrig und dreckig. Und das auch. Hier alles ist alles irgendwie klebrig und dreckig hier. Das muss geputzt werden. Also das darf geputzt werden. Sonst kann man ja nicht kochen. Oder irgendwas anderes machen. Ne? Und das, ja. Da habe ich mir gesagt, nee. Jetzt ist genug, ich mach das jetzt erstmal, damit es hier wieder vorwärts geht etwas, zumindest in meinem, deswegen habe ich angefangen und habe meine Wäsche gewaschen, die restliche, die schon seit Tagen, die ist schon eine ganze Zeit in der Waschmaschine, aber die ist nicht gewaschen worden, weil ich die Waschmaschine nicht angemacht habe. Ja, so sieht's aus, ne? Ich mache jetzt noch ein bisschen und das andere restliche Wasser. Das tue ich dann vom Wasserhahn rein. Und dann spüle ich natürlich. Ne? Oder ich weiche es erstmal ein. Weil es dann ja sowieso jetzt gerade so heiß ist, verbreche ich mir die Finger. Habe ich letztens auch gemacht. Weil meine Wasserpullen, hier meine Wärmflaschen,
Hab ich doch. Ich hab gesagt, jetzt vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und dann gieße ich mir das Wasser hier über die Finger. Ja, ja, das war auch heiß. Aber Gott sei Dank waren es ja nur zwei, drei Finger vielleicht. Ehrlich. Es ist so, ja, es ist so traurig manchmal. So, wenn ich mir den Kopf mache, ja, guck mal. 1, 2, 3 Hängeschränke. Reicht nicht einer? Leute, reicht, ich meine, ich habe auch nur einen Herd. Das fiel mir auch so auf. Manche Gerätschaften und manche Sachen, die habe ich nur einmal. So. Aber manche Sachen, die hat man einfach 2 oder 3 Mal. Oder auch mal mehrmals. Ne? Also so wie Besteck zum Beispiel. Oder Tassen und Teller. Weil man ja natürlich auch so denkt, nicht nur denkt, weil man so aufgewachsen ist, oder besser gesagt, weil irgendwie das in dem, keine Ahnung, irgendwelche Menschen das irgendwie gleich treiben und so denken, ja, wenn man Besuch bekommt, ne, dann hat man wenig Geschirr da. Oder so, ne? Habe ich das alles schön eingeweicht. Ich sollte das Glas hier da reinpacken. So. Zumindest das erste da. Das spüle ich jetzt auch. Aber was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich sollte einfach mal spülen und hier was tun. Ne? Ich meine nicht nur einweichen, sondern hier jetzt. Der Boden sieht auch schlimm aus, Leute. Braucht ihr gar nicht das gucken. Ich meine, ich habe es einfach gelassen. Ich habe es gelassen die letzten Tage, weil ich so fertig war, weil es mich einfach so fertig gemacht hat. Weißt du, man kriegt Post und denkt, naja, scheiße, ich war ja so positiv eingestellt. Und dann denkt man, ey, denkst mal, erstmal alles Möbel raus, schnell, 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 wir müssen ausziehen. Ne? Weil alles andere funktioniert gerade nicht, weil hier, weiß ich auch nicht. Ja, weil es einfach so ist, wie es ist. Und ich abwarten darf, weil ich auch weniger nochmal mich irgendwo reinstürzen möchte, so wie in den letzten Jahren, und dann nach 10 Tagen Arbeit oder was weiß ich, Vollzeitdings oder voll, dass ich danach umkippe oder zufällig wieder ein Kind verliere. Und denke, ne, toll, voll im Grauer jetzt. Oh, jetzt habe ich aber richtig hier. Das ist noch heiß, Leute. Oh, nein. Das Ding ist kaputt. So eine Scheißdicks. Guck, das ist das Gleiche. Jetzt habe ich ein paar Handschuhe. Und da ist ein Loch drin und ich kriege heißes Wasser im Dings. Ja. Natürlich habe ich noch andere Handschuhe. Die sind natürlich, ich habe auch noch mehr davon. Weil, so eine Putzfrau, besser gesagt so eine Hausfrau, so eine Frau, ne, die hat ja auch doppelt und dreifach irgendwie was an Putzsachen da. Zum Beispiel im Lappen. Zumindest ich, Leute, ich habe 3 Putzeimer und mehr. 3 Wischmops. Und sonst was, aber ich komme gleich wieder. Ich glaube, die CD ist zu Ende. Ich brauche Musik. So, da bin ich wieder. Siehst du, jetzt habe ich andere paar Schuhe hatte ich ja auch schon. Ah, ich muss erstmal gucken, nicht, dass ich gleich mich wieder verbrenne mit dem heißen, kochenden Wasser da drin in meinem Spülbecken, weil ich ein Loch im Handschuh habe. Weil so ist es eigentlich ganz angenehm mit diesen Handschuhen hier, ja. Dann kriege ich auch richtig warme Finger. Ich meine, ich habe ja sonst immer kalte. Oder oft kalte. Manchmal bin ich aber auch richtig heiß, also durch meine warm. Und wenn die Sonne scheint sowieso, guck mal hier. Sind die Teller extra nicht schön sauber. Kann ich auch die Pfanne mal spülen. Ja.
keine Spülmaschine mehr. Seit ich hier eingezogen bin, ist meine Spülmaschine hin. Seitdem muss ich mit der Hand spülen. Deswegen, seitdem steht auch immer das Geschirr. Ich meine, seitdem ich wieder koche sowieso. Aber vorher hatte ich ja auch gar nicht so viel gekocht, weil ich gar keine Zeit hatte. Weil ich nur gearbeitet habe. Da lag ja auch gar nicht so viel rum. Da war eigentlich nur alles im Schrank drin. Nur mal so zur Information. Und jetzt bin ich hier halt. Das sieht aber echt cool aus, Mensch. Ich habe für so eine Flasche habe ich auch Flaschen. Flaschenbürste. Mein Gott, nee, ich kriege eine Krise. Sieht doch mal schön aus, aber hier. Das ist glitschig. Oh! Und die eine Stelle ist sehr heiß. Oh, verbrenne mir gerade die Hände. Wo meine Flaschenbürste? So, jetzt kriege ich auch langsam Hunger bei der ganzen Arbeit hier. Huch. Da muss ich echt langsam kochen. Irgendwas machen. Irgendwas Leckeres machen. Ich habe Hunger, Leute. Das gibt's nicht. Auf einmal habe ich Hunger. Die ganze Zeit hatte ich keinen Hunger. Und der Kühlschrank, der brummt immer noch. Es geht gar nicht. Hörst du mal auf mit dem Krach, Mensch. Ich will Musik hören. Und hier geht es nicht sauber, hier das Glas. Ich weiß auch nicht. Wer weiß, warum ich das spüle. Das hätte man auch so wegpacken können. Einweichen. Nochmal durchspülen später. Erstmal hier den Herd sauber machen. Oh. So. Irgendwie funktioniert das nicht. Auch alles eingetrocknet, Leute. Ich habe es alles eintrocknen lassen hier. Uah. Ich bin ein Dreckspatz, ich weiß. Und wenn das anderes in meinem Kopf ist, kann ich nicht. Ehrlich. Aber ich habe die Küche hier sehr sauber gemacht. Vor ein paar Wochen oder Tagen, wenn ich. Ich war ein fleißiges Bienchen, wie ich das mal so sage. Ja. Und jetzt bin ich einfach keine faule Socke. Nein, einfach, ist halt so, weißt du? Ich habe mir gedacht, wenn ich bin Klopf. Ich kann mich ja nicht nur immer, ich habe mich ja schon so aufgeregt genug, wegen dem Ganzen, was so gewesen ist. Und immer noch irgendwie ist, weil es halt so ist, wie es ist. Und ich bin eine große Wünscherin. Ich habe zu groß gewünscht. Ich habe meine großen Wünsche erst erfüllt, bevor ich meine kleinen erfüllt habe in den letzten Jahren. Und ich gebe es zu, es ist ehrlich so gewesen.
Und vielleicht war es auch falsch oder richtig, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich einfach jetzt mal meine kleinen Wünsche erfüllen. Und die kleinen, ey, Leute, die kleinsten, kleinen, weißt du, was die kleinsten bei mir sind? Das ist einfach, wenn ich mit meinem Schatzi zusammen irgendwie im Bett kuschel oder so. Das ist das, mein kleinste Wunscherfüllung, dann mit dem zusammen zu sein, ja, und ein bisschen Zeit oder Momente zu verbringen. Ja, im Bett oder auf Wiese, ich meine im Garten. Das geht auch, das ist auch cool. Wenn wir letztes Jahr im Sommer in der Sonne haben wir gelegen. Das war schön. Das sind die schönsten Momente, das sind die kleinsten, schönsten Wunscherfüllungen, die ich überhaupt habe. Aber ich habe natürlich auch große. So große, dass ich immer die großen natürlich auch erfülle mir. Und dass ich aber immer dabei denke, ist das eigentlich so richtig so? Soll ich nicht erstmal die kleinen Wünsche mir erfüllen, bevor ich die großen mir erfülle? Ist das normal? Darf man das überhaupt? Ich meine, ich weiß, viele sind ein bisschen so, keine Ahnung, ich meine, ich weiß nicht, ob das Neid ist oder Eifersucht oder keine Ahnung. Ich meine, hallo, ihr könnt das alles selber, ihr müsst es einfach nur, müssen gar nicht. Ihr dürft und könnt es, wenn ihr wollt, einfach selber machen. Das funktioniert. Das Einzige, was man dann dafür braucht, also was ich sagen wollte noch dazu, dass es einfach das ist, dass ich immer daran glaube und daran, dass darauf vertraue, dass alle meine Wünsche irgendwann in Erfüllung gehen. Manchmal sogar schneller, als ich denke. Und dann denke ich auch, schade, jetzt ist es schon wieder erfüllt und es ist schon wieder weg. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, oder es ist halt so gewesen. Ich weiß gar nicht, das ist ja scheiße hier, Leute. Entschuldigung. Ich habe da überall Haare von mir. Das ist eklig. Oh. Den Mülleimer sollte ich auch mal leer machen. Der kriegt schon Beine. Nimm ich nachher beim Hunderunde bei der nächsten, nehme ich da mal den Müll mit. Damit das auch schöner wird hier. So. Jetzt sind meine grünen Handschuhe im Müll, weil sie ja kaputt sind. Habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich vor ein paar Wochen oder weiß ich nicht, könnte auch Monate schon sein, ich weiß es nicht mehr. Ich sag mal, vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail bekommen. Da hat mich doch einer angeschrieben und fragte, ob er meine grünen Handschuhe kaufen und so kann. Ich hab die gelöscht, ich habe da gar nicht drauf reagiert. Ich bin ja nicht bekloppt, langsam geht's noch. Hallo, was willst du mit meinen grünen Handschuhen? Ich habe die jetzt in den Müll geschmissen, die sind kaputt. Ja? Kauf dir eigene. Also die gibt's überall im Geschäft. Ja, das sind Nitrilhandschuhe. Die kannst du bei Edeka, was weiß ich, überall kaufen für ein paar Cent. Besser gesagt für 2-3 Euro, glaube ich. Also brauchst du mir die nicht abkaufen. Ehrlich. Nur weil ich die anhatte. Oder was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was für Fantasien solche Männer haben. Ich war da drin. Aber ist mir auch wurscht. Das kann man auch mal wieder waschen. Ich meine, hallo, yeah, ich habe gerade gewaschen und jetzt habe ich hier die Hälfte Wäsche noch in der Küche liegen. Naja, auf jeden Fall ist mein Herd wieder sauber. Ich kann jetzt also meine Sachen kochen. Wobei ich diese Platte hier nicht so ganz toll finde. Da muss ich dann nochmal dran, wenn ich dann fertig bin mit Kochen. Am meisten koche ich ja mit der linken untere Platte. Ja. So. Vielleicht sollte ich dann mal den eine Pfanne nehmen. Ich koche dann jetzt mal mit euch, ne? Was auch immer. Weil ich
gerade Hunger habe. Und ich mache einfach gleich Schluss, weil es ist schon eine Stunde das Video. Das dauert ja auch wieder zigtausend Jahre, bis das wieder hochlädt. Aua, und ich habe hier wirklich einen Pickel. Den zeige ich euch aber nicht, aber das piekst mich hier zwischendurch. Oh! Ah, das ist gemein. Das ist unverschämt, der hier. Oh! So, ich nehme das hier. Heute gibt es Gemüsepfanne. Alle Reste kommen da rein, bevor sie alle wieder eingehen hier bei mir. Zumindest ein paar. Und wenn was übrig bleibt, mich für meinen Schatz hier heute Abend was mit. Und dann esse ich vielleicht noch nachher Nachtisch eine Mango. Und Limetten. Ich könnte mir so einen Limettentee machen. Oder die Limette kann man auch in eine Gemüsepfanne packen, ne? Habe ich nicht mal auf Zwiebeln. Ich rede mit mir selber, Leute. Ich fange mal jetzt damit wieder an. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe immer mit mir selbst geredet. Irgendwann habe ich damit aufgehört. Und zwischendurch habe ich da wieder mit angefangen. Das war auch so lustig. Auf der Arbeit. Und manchmal wurde ich dann gefragt, was erzählst du denn da? Mit wem redest du denn da? Und dann habe ich gesagt, mit mir, damit ich weiß, was ich jetzt genau machen möchte. Also machen muss noch. Zum Beispiel, was weiß ich. Ich habe halt woanders gearbeitet. Zum Beispiel für die und die, das und das und keine Ahnung, wie auch immer. Das habe ich mir dann so vor mir hergesungen oder gesprochen. Dass ich nicht die Hälfte verpasse, also vergesse, meine ich. Ne? Weil ich habe mir natürlich auch ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich auch weiß, wie, was, wo, ne? Aber am meisten habe ich dann vor mir hergeredet, dass ich mir jetzt zum Beispiel wie jetzt. Gott sei Dank habe ich noch Kokosnuss. Also ich liebe diese großen, das große Glas ist schon fast leer jetzt, Leute. Das habe ich, ich weiß nicht mehr wann gekauft, aber das ist schon leer fast. Muss ich dann leer machen. Und ich liebe eigentlich dieses große Glas. Das ist von DM. Ich möchte da wirklich wieder das große Glas kaufen. Und das kostet, glaube ich, 7,99 Euro. Und das kostet 3,99 Euro. Weil ich meine, das ist ja auch das Gleiche, ne? Das sind aber nur 220 und ich verwende das ja auch zum Kochen. Und auch zum Eincremen, zum Trinken. Also wenn ich Smoothie mache, kommt es ja auch da rein und weiß ich nicht. Kokosnussöl mische ich überall gleich. Die ganze Zeit. Damit tue ich sogar meinen ganzen Körper mit eincremen, wenn ich mal Lust drauf habe. Ehrlich. Ich nehme ja, die Möhren müsste man zuerst machen, weil die brauchen mehr Zeit in der Pfanne. So. Genauso wie die Pfannen hier. Leute, ich habe 3 verschiedene Pfannen, aber natürlich von der gleichen Firma. Alle guten Dinge sind 3. Natürlich sind die ja schon ein bisschen verbraucht und ein bisschen älter, aber Leute, das war mein Wunsch und ich habe mir die erfüllt. Diese Pfannen, weil die so geil sind, natürlich nach der Zeit gehen die auch ein bisschen, naja, müsste man mal sich irgendwann wieder neue wünschen, weil die doch irgendwie, ja. Aber es funktioniert ja noch. Ich meine, das ist alles noch super. Ich liebe meine Pfannen. Ich bin glücklich und stolz auf meine 3 Pfannen, die ich mir gekauft habe. Und natürlich auch ich hatte da Sammelpunkte damals gesammelt. 3-mal. Da gab es die dann günstiger. Das war auch geil. Das ist auch gut. Können wir ja so Coupons und so. Oder so Sammelpunkte sammeln und so. Da kriegst du auch ein bisschen was günstiger. Das macht ja auch Spaß. Dann kann man sich auch sozusagen, hat man auch so einen Wunsch, weiß ich nicht, ob du dir eine Pfanne oder ein Messer wünschst oder was weiß ich und sammelst das. Und das kostet eigentlich normal, was weiß ich, 100 Euro oder so. Und du kriegst es dann für die Hälfte oder vielleicht nur für 20 Euro oder 30 oder 50. Wenn du dann 20 Punkte oder was weiß ich, wie viel, 40 Punkte zusammen hast, zum Beispiel, ja. Also ich mag das. Ich mag das und ich mache das auch, Leute. Ich sammle auch Punkte. So wie Deutschlandkarte zum Beispiel. Tut mir auch leid. Die anderen würden jetzt sagen, die spinnt. Das muss man nicht immer alles machen und haben. Aber weißt du, die habe ich mir irgendwie angeschafft. Genauso wie diese eine andere Karte da. Oder hier, es gibt auch Karten von Futterhaus zum Beispiel. Gibt es sogar Rabattkarten. Du kriegst 3% Rabatt für dein Futter. Also was du einkaufst auf alle Futtersachen. Oder auch auf alle Sachen,
was Tiere angeht. Und das hat sich rentiert, meine ich. Für mich zumindest, weil ich so viele Tiere hatte früher. Jetzt habe ich ja noch Jacko und so und was weiß ich und überhaupt. Ja, so sieht es halt aus. So viel dazu. Und ich könnte mal sagen, das ist jetzt eigentlich ein Vlog. Dieses Video hier. Ne? Genauso wie ihr. Dieser Kochlöffel, ne? Ich habe noch mehrere davon. Ich habe natürlich wirklich mehrere. Den habe ich davon gespült und noch woanders. Man hat mehrere Kochlöffel, aber das ist mein Lieblingskochlöffel und so sieht der ja auch aus. Und eigentlich kann man ja auch mit 3 Kochlöffeln. Kochlöffel oder was weiß ich. Kochen. Und braten. Aber das ist halt mein Lieblings. Ich weiß auch nicht, der passt halt überall in die. Hier, guck mal, passt die so rein? Kannst du das rausholen? So gut wie? Ne? Und, was auch immer. Kann man den auch da drin stecken lassen? Soll ich jetzt das irgendwo reinpacken, so lange? Das wird wahrscheinlich so klein sein. Also ich muss ja noch was rumschnibbeln. Ich habe ja noch ein paar Möhren. Guck mal, und das ist schon wieder ein Haar. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, Leute. Ich habe überall Haare. Fallen mir alle aus. Vielleicht soll ich mir die Haare zusammenbinden. Sind auch schon so lang genug dafür. Aber ich koche ja für mich alleine, Leute. Nicht für euch. Ne, also wirklich. Deswegen, also wenn ihr mal zum Essen kommen wollt, habt ihr nur ein bisschen Haare dabei. Ist egal, ne? Das soll auch gesund sein, wenn man seine eigenen Haare frisst. Es ist frisst. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Keine Ahnung, ey. Ich habe schon 57 Minuten habe ich schon gefilmt. Und ich weiß gar nicht, wo das jetzt drauf speichert. Ich glaube, das speichert gerade auf mein Handy drauf und nicht auf meine externe Platte. Deswegen könnte auch sein, dass ihr gleich irgendwann weg seid einfach. Ohne mein Wissen, weil ich es nicht mitgekriegt habe. Natürlich ist das dann sehr schade. Für euch, für mich nicht. Ich mache ja hier weiter. Aber vielleicht sage ich einfach Stopp. Ich mache jetzt einfach gleich Tschüss. Weil eine Stunde reicht ja auch, ne? Eine Stunde Unterhaltung mit Anja, das reicht irgendwann, ne? Also ich meine, der eine und andere sagt jetzt, oh, die macht mir Kopfschmerzen. Oh, die, ey, ja, eigentlich hat sie ja recht, ne? Mit den einen und anderen Sachen. Ne? Ich meine, alle guten Dinge sind 3, ist auch fein. Ne? So. Ich glaube, jetzt habe ich. So. Jetzt habe ich erstmal die da drin. Also. Die Möhrchen sind in meine Pfanne. Und ich habe noch nicht alle Möhrchen geschnibbelt, die da reingehören oder die rein sollen. Weil ich so einen Hunger habe, Leute. Ich habe so einen Hunger. Außerdem, das wird ja auch sowieso kleiner. Und meistens ist das so, dass ich sogar von einer Pfanne zweimal esse. Also ich meine, morgens und abends. Von einer meiner schönen Gemüsepfannen. Und am liebsten mache ich auch noch Fenchel rein. Aber ich habe jetzt kein Fenchel mehr gekauft gestern. Ich habe mir nur die Möhren geholt. Also mein letztes Geld noch mal aufgegeben, was mir dann wieder da gekommen ist. Wie ich das immer sage, so cool, ich gebe meinen letzten Cent aus, Leute. Ich lasse das Geld immer fließen. Ja, das ist auch so eine Sache von mir. So, kurz mal. Du lässt das Geld halt fließen. Ich meine, ich tue doch damit auch was Gutes. Die Verkäuferin hat Geld. Ein paar Cent gehen dahin, wo die Möhren herkommen oder was weiß ich. Und die ganze, du musst dir das mal überlegen, wie dieser ganze Prozess überhaupt zustande ist. Wenn, bis wann du eine Möhre auf dem Tisch hast und wo die herkommt und was für Wege die hat und wie viel das eigentlich kostet. Da ist der Preis der Möhre, ich meine, ist nur 1 Cent wahrscheinlich wert.